Sicherlich Mavropanos und Ito, die beiden, das dürfte klar. Ito. Und Bonasosa, das sieht dann eben auch nach seiner traditionellen Rolle aus, sich da auf seine linke Seite zu konzentrieren. Dankbar ist natürlich da der Verein, dass man auf der Reise die Möglichkeit bekam, kurzfristig am Bayern Campus vorbeizuschauen. In der Bundesliga gegen den VfL Bochum und zuvor natürlich das erste Pokalspiel gegen Balingen. Sie Hollywood am Rhein genannt. In den 80ern gab es einen schwerwiegenden Konkurs. Er ist da Spieler, Spitzenspieler auszubilden. Einer der prominentesten sicherlich Roy Mackay. Auch wenn das nun schon einige Jahrzehnte zurückliegt. Aber auch beispielsweise ein Robin Gosens, der also die Mannschaft hat sich tatsächlich auch so reingearbeitet. Machen können. So trifft aber der Kolumbianer, der eben dann mittlerweile Reiziger dran. Das wäre fast das 3:1 gewesen.